Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kanal 3. Sie merken es schon, die Bezirkshauptstadt Voitsberg stand dieser Tage ganz im Zeichen Italiens. Ein italienischer Markt bei mir im Hintergrund machte einige Tage hier Station und dann war natürlich als großer Höhepunkt die italienische Nacht auch noch das Highlight schlechthin. Darüber werden wir aber in unserer nächsten Sendung berichten. Zuerst einmal eine Programmvorschau, damit Sie wissen, was in dieser Sendung los ist. Wir berichten vom Sommerfest der SPÖ Voitsberg sowie vom Klarakiertag in Maria Lankowitz, haben Barbara Gressel im Zuge der Ferienaktion der Stadtgemeinde Köflach besucht sowie die Abschiedsmesse von Kaplan Trumler in der Pfarre Voitsberg mitverfolgt, unterhalten uns mit Magister Georg Ecker von der ACC Tierklinik unter anderem über das Thema Kastration, führen unser Interview der Woche mit Roswitha Rotschädel und in unserem aktuellen Kinotipp zeigen wir Ihnen den Streifen Elysium. Vor wenigen Tagen fand im Schlosspark Greiseneck in der Bezirkshauptstadt Voitsberg wieder das traditionelle Sommerfest der Voitsberger SPÖ statt. Wir waren mit der Kamera dabei und lassen Sie sich überraschen, ob meine Kollegin Martina Weißensteiner vielleicht auch bei der einen oder anderen Station mitgespielt hat. Am vergangenen Wochenende wurde im Stadtpark Voitsberg ausgelassen gespielt und gefeiert, denn auch in diesem Jahr wurde von der SPÖ Voitsberg zum Spielefest geladen. An zahlreichen Stationen konnten die kleinen Besucher mitmachen und einen schönen Nachmittag verbringen. Wir haben wirklich traditionelle Stationen sowie Nagelübungen, Schneidübungen, wir haben unsere Go-Kart-Bahn in Betrieb genommen. Und ganz toll angekommen, unser John Akumar mit seinen Flashmobs, seinen Trommelkurs, sind die Naturfreunde da mit der Kletterwand. Die Dinge kommen ganz einfach gut an. Seit einigen Jahren ist das Fest nun schon fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender und wird von der SPÖ gerne organisiert. Ja, die SPÖ Voitsberg macht ja das schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, und das hat sich wirklich stark bewährt. Und wir wollen ja für unsere Kleinen und Kleinsten auch etwas tun können und auch für die Eltern. Es soll am Nachmittag sein, wo man sich unterhält, wo man Freude hat, wo man was ausprobiert oder wo man auch mitmacht, um Preise zu gewinnen. Die Sommerferien sind ja bekanntlich die schönste Zeit im Jahr. Die Kinder können sich ganz auf ihre Interessen konzentrieren und einfach Kind sein. Naja, die Kinder sind ja die Zukunft, die wir eigentlich haben. Und es ist ja so schwierig, rundherum den Kindern etwas zu bieten. Und hier haben sie einmal den Platz und die Zeit, sich auszutoben, richtig Kind sein zu können. Und für das wollen wir eigentlich die Fläche schaffen. Und das machen wir mit diesem Familienspielefest. Allen Mitwirkenden war es ein Anliegen, dass den Jüngsten auch zu Hause ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten wird. Der Grundgedanke war einmal, dass nicht alle die Möglichkeit haben, auf Urlaub zu fahren aufgrund der finanziellen Möglichkeiten. Und wir bieten hier ein tolles Programm an, hier kann jeder kommen. Und es ist wirklich ein typisches Kinderfest, wurde mir gerade auch bestätigt von den Eltern. Sie sagen, es ist ganz toll, was ihr hier macht. Und es ist mittlerweile, hat sich schon eingebürgert, als traditionelles Kinderfest hier in Voitsberg. Es ist ganz wichtig, weil gerade der Heimatbezug ist dann da. Und man hat die Kinder sind natürlich in den Ferien und brauchen Beschäftigung. Und wenn man da zu Hause jetzt in Voitsberg das veranstaltet, finde ich das ganz wichtig und toll. Ob mit dem Voitsberger Schnauferl oder an der Kletterwand, beim Fest war mit Sicherheit für jedes Kind das Passende dabei. Ich habe schon das Trommeln gemacht und dann das Ritterspiel. Dann habe ich noch das Go-Kart fahren gemacht, das Klettern, Hüpfburg und Fußball. Die Ritter und Trommeln. Also ich finde das lustig, bei uns in Wien gibt es sowas nicht. Also das finde ich relativ lustig, auch wenn ich so was eigentlich nicht so sehr mag. Eigentlich habe ich schon alles gemacht, aber es war sehr lustig. Das Sommerfest im Stadtpark Voitsberg war ein voller Erfolg. An den verschiedenen Stationen sah man Kinder und ihre Eltern, die gemeinsam eine schöne Zeit verbracht haben. Neues wurde ausprobiert und die Ferien wurden bei sommerlichen Temperaturen in vollen Zügen genossen. Was verbindet hunderte Marktstände, tausende Besucher und ein Berg? Genau, der Klarakiertag am Alten Almhaus. Dieser fand am letzten Wochenende, besser gesagt am Montag nach dem Wochenende wieder statt. Wir waren mit der Kamera vor Ort und Sie werden überrascht sein, wen wir am Alten Almhaus getroffen haben.
verschiedene Standl, hunderte Lebkuchenherzen und vor allem tausende Besucherinnen und Besucher bevölkerten am letzten Montag das alte Almhaus. Anlass dafür, wie könnte es anders sein, der traditionelle Tiara-Kirtag. Denn es gilt als ungeschriebenes Gesetz unter Berg- und Frischluftfanatikern jeden Alters, beim Tiara-Kirtag darf man nicht fehlen. Tiara-Kirtag, erstens einmal ist er schon bald 150 Jahre alt. Und ich bin als kleines Kind schon aufgegangen und habe mich immer schon gefreut auf den Tiara-Kirtag. Und der 12. August war für uns in Lankowitz immer Nationalfeiertag. Aber nicht nur die Lankowitzer schätzen ihren Kirtag. Es ist eigentlich das Besondere, dass es für die Kinder sehr viele Spielsachen gibt. Und die Hupfburg und alles, das ist das Besondere. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus St. Stephan ob Steins. Und da kommen Sie immer her oder heute das erste Mal? Nein, wir waren schon öfter da. Also die letzten Jahre fast immer. Da muss der alle Jahr dabei sein. Da ist was los. Nur Viecher sind können immer da, wahrscheinlich Weiber. Darf ich jetzt fragen, woher Sie kommen? St. Martin am Wölmisberg. Zu Fuß gegangen? Da war ich. Das Besondere am Tiara-Kirtag ist, dass die Leute besonders sind. Das heißt, im Speziellen für mich ist das, dass ich mit einem Flecker, Hausnummer von mir, Landlerblasen gehen auf, ich kann ein bisschen das Leben genießen, das heutzutage nicht immer so einfach ist mit allen anderen. Aber das machen wir gern, deswegen kommen wir immer gern auf. Das ist das Besondere für uns beim Tiara-Kirtag. Da kann man feiern, Freunde treffen, das Leben genießen, einfach schön machen den Tag. Und was ist das Schönste da herum? Es essen. Bist du eigentlich eher gewandert oder mit dem Auto gekommen? Mit dem Auto. Die Stofftiere und die Barbie-Puppen. Kisi, für dich ist ja Almkirtag schon Tradition. Warum kommst du eigentlich alle Jahr wieder gern her? Ja, was schon Sensation ist immerfort. Es ist wirklich sehr schön herum und schon alle Jahr eigentlich immer da. Immer da. Und heuer bist du ja ganz offiziell auch da? Jawohl, mit der Bergrettung herum, weil wir einen ganzen Stand haben und da schauen wir halt ein bisschen aushelfen momentan. Der Tiara-Kirtag ist also bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt und sogar Verteidigungs- und Sportminister Magister Gerald Klug stattete gemeinsam mit Parteikollegen dem Kirtag einen Besuch ab. Der Tiara-Kirtag ist mir keinesfalls fremd. Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Ich freue mich auch über die liebe Einladung, bin selbstverständlich gerne gekommen. Und besonders freut mich, dass die Stimmung so gut ist und dass ich mit vielen Menschen auch in direkten Kontakt kommen kann. Abgesehen davon ist dieser Kirtag ja bekannt dafür, dass große Persönlichkeiten bereits in der Vergangenheit diesen besucht haben, von Kaiser Franz Josef bis hin zu Franz Franitzky. Ja, und heute sind wir da mit einer Runde und es ist sehr schön, das auch einmal kennenzulernen. Also ich war schon länger nicht mehr da, aber heute einen tollen hohen Besuch mit unserem Bundesminister Gerald Klug. Wir sind mit ihm unterwegs und ich glaube, es ist eine tolle Stimmung hier. Das Wetter ist einigermaßen stabil. Ich glaube, wir werden uns gut unterhalten und werden das eine oder andere Gespräch dann führen mit den Leuten hier. Das Besondere, was das ausmacht, ist natürlich die Almlandschaft und wo der Kirtag als ehemaliger Viehkirtag eingebunden ist und immer hervorragend funktioniert. Der Tiara-Kirtag am alten Almhaus. Einst ein Vieh- und Krämermarkt, heute ein Volksfest, das man nicht versäumen sollte. Und wer es in diesem Jahr nicht aufs alte Almhaus geschafft hat, der streicht sich den 12. August am besten schon jetzt rot im Kalender des nächsten Jahres an. Deine Lieblingsmusik in 2 Sekunden. Deine Lieblingssendung in 40 Sekunden. Deine Lieblingsfilme in HD unter 30 Minuten. Cablespeed Bauer, das schnellste Internet im Bezirk Voitsberg. 25 Mbit pro Sekunde um nur 33,90 Euro pro Monat. Erhältlich in Voitsberg, Einet GmbH, in Bernbach Elektroschmelzer und in Köflach Kabel TV Köflach. Radio West, das Weststeirische Radio in Bernbach auf 106.2. Der Beruf eines Goldschmiedes ist zweifellos ein ganz besonderer und interessanter, denn man braucht natürlich Kreativität, Geduld und vor allem Geschick. Das haben auch jene Kinder festgestellt, die vor kurzem im Zuge des Sommerferienprogrammes der Stadtgemeinde Köflach bei Juwelier Barbara Gressel zum Schnupperkurs eingeladen waren.
Bei Juweliergrässl in der Stadtgemeinde Köflach kamen Kinder und Jugendliche kürzlich voll auf ihre Kosten. Denn im Rahmen der Köflacher Sommerferienzeit konnten dort Schmuckstücke selbst entworfen und angefertigt werden. Zum ersten Mal war Juwelier Grässl bei der Sommerferienaktion mit dabei. Die Nachfrage und das Interesse waren groß. Es ist alles über die Gemeinde abgewickelt worden, aber man hat mir gesagt, das war schon binnen kürzester Zeit eine große Nachfrage und darum haben wir auch einen Zusatztermin eingeschoben. Wir haben natürlich aufgrund des Platzes oder weil es doch ein bisschen ein intensiveres Befassen mit den Kindern ist, weniger Möglichkeit, viele Kinder auf einmal zu betreuen oder ihnen ein bisschen was zu zeigen. Und darum haben wir maximal 6 Kinder und machen das jetzt an 2 Tagen. Die Kinder haben mit den verschiedensten Materialien gearbeitet, um den selbstgemachten Schmuck herzustellen. Wir haben also heute Silberanhänger gefertigt in verschiedenen Arten und Weisen. Es ist recht lustig, weil die Kinder kommen dann, ich habe Holzschablonen gebaut, wo sie wirklich mit dem Draht wickeln können und sie sind da sehr kreativ und während der Arbeit kommt schon wieder eine neue Idee und so sind eigentlich viele eigene Anhänger entstanden und dann haben wir noch Steinketten gefertigt und Armbänder. Allen Beteiligten hat es sichtlich Spaß gemacht. Nicht jeden Tag hat man schließlich die Möglichkeit dazu, Anhänger und Ketten herzustellen. Die Kinder waren dementsprechend stolz auf ihre Werke. Da habe ich einen Draht genommen und habe Perlen mit verschiedenen Farben aufgefädelt. Also ich habe 2 Ketten gemacht, eine Spirale und ein Herz und mache jetzt noch so Ketten zum Umhängen mit Verschluss hinten. Da auch bald die Schule wieder losgeht, gibt es bei Juwelier Grässl für alle modebewussten Kids auch heuer wieder die Uhren der Reihe Flickflack. In vielen Motiven stehen sie zur Auswahl und sie werden so manche Schulstunde im bevorstehenden Jahr vielleicht ein wenig schneller vergehen lassen. Bei Juwelier Grässl verbrachten die Kinder sichtlich eine schöne Zeit und haben traumhafte Schmuckstücke selber hergestellt. Ein ganz besonderer Gottesdienst fand vor wenigen Tagen in der Pfarre Voitsberg statt. Denn mit einem lachenden und einem weinenden Auge musste sich die Voitsberger Bevölkerung von Kaplan Trumler verabschieden. Auch wir haben ihn noch einmal vor die Kamera gebeten. In der Pfarre Voitsberg wurde vor kurzem eine heilige Messe der besonderen Art gefeiert, denn im Zuge der Feierlichkeiten wurde Kaplan Magister Martin Trumler verabschiedet. Er war 3 Jahre lang in der Pfarre Voitsberg und hat dort mitgewirkt. Nun führt ihn sein Weg weiter in das Dekanat Hartberg, in dem 3 Pfarren in seinen Verantwortungsbereich fallen werden. Die Pfarre Voitsberg wird er trotzdem niemals vergessen. Ich bin ja als junger Kaplan hergekommen, bin frisch geweiht worden. Und alles, was ich eigentlich so gelernt habe, habe ich da gelernt. Also ich nehme eigentlich alles von da mit. In den vergangenen Jahren hat man viele schöne Erlebnisse miteinander geteilt. Kaplan Trumler hat sich stets mit eingebracht und wird allen in guter Erinnerung bleiben. Eine seiner großen Stärken, ich habe das heute auch dann am Ende der Messe erwähnt, war das Zugehen können auf die Menschen, das Ernstnehmen der Menschen, das mit ihnen in Kontakt treten, auch mit Leuten, die nicht unbedingt kirchennahe sind. Und so hat er, glaube ich, vielen geholfen, einen Weg auch zur Kirche zu finden, beziehungsweise die Kirche für sie wieder positiv erfahren zu lassen. Das war eine seiner großen Begabungen, neben vielen anderen, dass er wirklich eingebracht hat, auch von seinen Begabungen. Und das, glaube ich, auch da bleibt. Und nicht nur bleibt, sondern das auch Frucht bringt. Weil all das, was man wirklich vom Herzen kommend tut, und das war vieles auch bei ihm, trägt Frucht und bleibt. Ja, wir sind sehr froh, dass wir den Kaplan Martin Trumler als Kaplan gehabt haben. Er ist ein sehr geselliger Mensch, er konnte gut auf die Leute zugehen und hat dadurch viele Leute begeistern können. Ein besonderes Zeichen, das ihn auszeichnet oder bekannt gemacht hat, würde ich sagen, sind seine kurzen Predigten, von denen viele, viele Leute begeistert waren. Aber nicht nur kurz, sondern auch würzig. Zum Abschied hat es ein Geschenk gegeben, welches der Kaplan bereits bei der Heiligen Messe trug. Das Geschenk war ein Messgewand, also alle 3 Pfarrer des Pfarrverbandes haben wir zusammen dieses Geschenk für ihn ausgesucht, kann man nicht sagen, er hat sich selber ausgesucht, aber vorgeschlagen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Frau Monika Rauch, die eine Einheimische in dem Sinn ist, weil sie aus dem Bezirk kommt, aus St. Johann ab Hohenburg, dass sie das Messkleid entworfen und dann auch geschneidert hat. Das ist
grün, das kann man das ganze Jahr über verwenden und vor allem im Sommer ist er sehr luftig, weil es links und rechts offen ist und in den warmen Kirchen in der Oststeiermark, weil sie auch brauchen können. Im Klosterhof der Pfarre Volzberg wurde bei Speis und Trank noch lange geplaudert. Und auch wenn der Abschied nicht leicht fällt, so wünscht man dem Kaplan doch alles Gute auf seinem weiteren Weg. Zum Abschluss wünschen wir dem Kaplan alles Gute für sein Priestersein und möge der Segen Gottes ihn weiterhin begleiten. Ich wünsche ihm, dass es ihm weiter so gelingt wie hier, wie gesagt, den Menschen zu zeigen, dass sie ihm wichtig sind und ihnen in dieser Art und Weise auch einen barmherzigen Gott vermitteln kann und er das für sich auch spürt, dass er den Menschen in dieser Haltung dienen kann. Ich glaube, da bleibt sein Leben für ihn als Priester auch immer als sinnvoll erfahrbar und für ihn so lebbar. Die Verabschiedung von Kaplan Martin Trumler wurde im Rahmen einer wunderschönen Messe gefeiert. Auch wenn ihn sein Weg nun weiterführt, so wird er stets schöne Erinnerungen an die Pfarre Volzberg und ihre Menschen haben. Radio West, das Weststeirische Radio in Volzberg auf 106.2 und 107.3. Wir haben uns wieder einmal mit Magister Georg Ecker von der ACC Tierklinik in Rosenthal getroffen, um ihm Ihre Fragen, liebe Seherinnen und Seher, zu präsentieren. Und Sie werden gespannt sein, welche Fragen wir dieses Mal beantwortet haben, also am besten dranbleiben. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Tierisch gefragt, unserem Tiermagazin, in dem Georg Ecker von der ACC Tierklinik hier in Rosenthal die Fragen unserer Seherinnen und Seher beantwortet. Danke vielmals, Georg. Wunderschönen guten Tag. Georg, kommen wir gleich zur ersten Frage. Die kommt von der Simone aus Bernbach. Und zwar geht es dabei um eine Katze und eine Kastration. Und die Frage, wie ich selber meine, recht interessant. Sie schreibt uns, hallo, wir haben seit kurzem eine Katze und jetzt stellt sich die Frage, Kastration oder Sterilisation? Mein Vater meint, dass eine Sterilisation besser ist, weil das sonst eine schlimme Verstümmelung wäre und die Katze dann keinen Lebenswillen mehr hat und nur noch vollgefressen herumliegt. Was ist Ihrer Meinung nach das Bessere, beziehungsweise welcher der beiden Eingriffe ist aufwendiger oder sind beide gleich? Viele, viele Fragen. Beginnen wir mal damit. Kastration, Sterilisation, was ist besser? Also man kann vielleicht grundlegend einmal sagen, in der Regel wird jedes Tier beim Tierarzt kastriert. Kastration ist immer das Wegnehmen der Keimdrüsen, ob es jetzt die Hoden sind oder die Eierstöcke, ist im Prinzip dasselbe. Sterilisiert wird eigentlich kein einziges Tier. Da würde nur unterbunden werden. Das Tier hat nach wie vor seine Hormone. Es kommt zu Läufigkeiten, es kommt zu Rolligkeiten. Das Tier ist eigentlich arm, weil die Tiere den Trieb nicht ausleben können. Insofern stellt sich für uns Tierärzte gar nicht die Frage, ob wir jetzt kastrieren oder sterilisieren. Es macht auch vom Eingriff her keinen Unterschied, weil ich bei jedem, also wenn ich sterilisieren würde, ich genauso den Bauchraum aufmachen muss, den Eierstock vorverlagern muss und den abbinden muss. Es ist fast kein Unterschied von der Operationstechnik. Aber es bringt insofern nichts, weil auch viele weibliche Tiere, Hunde und Katzen, die nicht kastriert werden, warum auch immer, sehr häufig dann im Alter auch einen Brustkrebs bekommen, aufgrund dieser dauernden Hormonausschüttung. Und das ist langfristig dann gesehen auch wieder ein Vorteil, wenn man dann kastriert und nicht sterilisiert. Jetzt steht da so lieb drinnen in dem Mail, dass die Katze da nur noch vollgefressen herumliegt. Hat das jetzt etwas ja mit der Persönlichkeit der Katze zu tun oder ist das wirklich dann immer auf eine Sterilisation oder Kastration zurückzuführen? Ja, es ist unterschiedlich. Die meisten Tiere
zeigen gar keinen Unterschied. Gell? Ich sage auch immer, ein Tier wird zu dick, wenn es zu viel gefüttert wird. Also der Grundumsatz eines kastrierten Tiers ist meistens ein bisschen geringer. Dann muss ich mich bei der Fütterung daran anpassen. Aber sonst ändert sich kaum etwas. Manche Tiere wären auch so ruhig und faul, da hat die Kastration wahrscheinlich kaum einen Einfluss. Und bei manchen kann es natürlich dazu kommen, dass sie nicht mehr so aufgeweckt herumhupfen. Natürlich muss man auch sagen, so jung und so aufgeweckt, wie sie in jungen Jahren, im ersten Jahr sind, sind die Tiere oft sowieso nicht mehr. Ob das die Kastration verändert oder nicht, kann man oft im Nachhinein nicht sagen. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage, die kommt von der Sandra aus Liboch. Und zwar möchte sie wissen, wie das bei den Meerschweinchen mit den Krallen aussieht. Sie schreibt uns, hallo, wollte einfach mal nachfragen, wie man bei Meerschweinchen am besten die Krallen schneidet. Wenn das Meerschweinchen helle Krallen hat, dann ist es relativ einfach. Dann versucht man einfach das Leben, die Rötung innen drinnen zu sehen und 2-3 mm davor abzuschneiden, dann verletze ich sie nicht. Das ist bei dunklen Krallen manchmal etwas schwieriger. Da muss man Gefühl dafür bekommen. Es wird schon mal passieren, dass man vielleicht eine kleine Verletzung zufügt. Da passiert nicht wirklich etwas. Man kann auch hergehen, dass man mit einer Feile die Krallen zurückfeilt, dann ist auch die Verletzungsgefahr praktisch null. Und am besten wirklich spezielle Krallenscheren verwenden, die eben auf beiden Seiten eine Schneide haben. Und wenn ich es jetzt mit einem Fingernagelzwicker mache, dann drücke ich die Kralle oft ab und zwicke das Tier damit. Das ist dann auch unangenehm. Dann sage ich wieder mal Dankeschön für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und Sie wissen es, wenn Sie selbst Fragen haben, einfach ein Mail an office@kanal3.tv. Unser Interview der Woche hat uns dieses Mal nach Moskirchen, genauer gesagt nach Flutendorf, verschlagen. Dort haben wir nämlich Roswitha Rothschädel getroffen, die ihres Zeichens Seminarbäuerin ist und vor kurzem eine ganz besondere Auszeichnung erhalten hat. Unser heutiges Interview der Woche steht ganz im Zeichen der gesunden Ernährung, der bewussten Ernährung und vor allem natürlich auch ja, der Liebe zu den Lebensmitteln mir zur Seite. Wie man dich jetzt bezeichnen soll als Seminarbäuerin und, Roswitha Rothschädel sozusagen. Du machst ja so viele Sachen. Beginnen wir einmal bei der Seminarbäuerin. Zuerst aber natürlich einmal danke vielmals für die Einladung. Ja, bitte gerne. Immer herzlich willkommen bei mir. Und ja, also Seminarbäuerin bin ich jetzt seit 2008 und macht mir nach wie vor Spaß, habe immer sehr viele Kurse gemacht und bin sehr glücklich dabei, das machen zu dürfen. Wie bist du jetzt eigentlich zu dem gekommen? Wurdest du angesprochen, gefragt, ob du sowas machen möchtest? Ja, damals die Vormeier Regina und die Brigitta Acham, die haben mich damals angeredet und haben gesagt, du, das wäre was für dich, du bist doch eine Köchin und wir haben jetzt gerade die Ausbildung und mach mit. Und ich bin aber mittendrin eingestiegen eigentlich und habe nicht von Anfang an mitgemacht, habe ein paar Kurse nachgemacht, also was da dabei waren. Und ja, und bin dann ganz spontan, habe im ersten Winter, wie ich angefangen habe, also nach der Prüfung, habe ich gleich 17 oder 18 Kurse gemacht und bin da voll reingestiegen und es macht mir wirklich nach wie vor Spaß. Ich mache auch sehr viel im LFI drinnen und ich bin nicht nur in der Steiermark oder da in der Gegend, sondern sogar, also ich war sogar schon in Schladming und in Wien auch. Also. Jetzt hast du schon angesprochen, viele, viele Kurse sind notwendig, um Seminarbäuerin zu werden. Das heißt, das ist auch was, was man nicht einfach nur machen kann. Da ist schon wirklich eine Ausbildung dahinter. Ja, natürlich. Das ist im LFI, ist die Ausbildung zur Seminarbäuerin oder Bauer. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei Vereinzelte, die was auch Männer, die was das machen, aber hauptsächlich halt die Frauen. Und der Kurs, also der Lehrgang dauert, ich glaube, die 200 Stunden, was du machen musst, was du eine Praxis machen sollst und eben, was du eben die Ausbildung bekommst, dass du Vorträge hältst. Du kriegst eine sehr fundierte Ausbildung für das. Also, es ist eine ganz tolle Ausbildung.
Die Vorträge hast du jetzt schon angesprochen. Was ist jetzt eigentlich so das Aufgabengebiet einer Seminarbäuerin? Was machst du alles? Ja, hauptsächlich mache ich Kochkurse, aber auch wir gehen auch sehr viel in Schulen, wo wir Geschmacksschule machen. Das ist auch ganz, was sehr gut angenommen wird. Dann machen die Seminarbäuerinnen auch den Schule am Bauernhoftag in Grottenhof drinnen. Da sind die Seminarbäuerinnen, die da dabei sind. Wir gehen auch sehr viele, so bei Verkaufsveranstaltungen werden wir oft gebucht, also wo wir halt hinstellen uns und die Lebensmittel den Kunden oder den Konsumenten nahebringen möchten. Und ja, also hauptsächlich sind halt die Kochkurse, was so in den Bezirken abgehalten werden. Jetzt hast du die Schulen schon ein bisschen angesprochen, die liegen dir auch bei einem anderen Projekt noch sehr am Herzen in Mooskirchen, nämlich hast du mit einer Kollegin gemeinsam was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Ja, das ist nicht von mir allein, es ist von den Seminarbäuerinnen ausgegangen und das war die Hin Marianne, die hat damals ihre Seminarbäuerin-Ausbildung gemacht, die ist auch Seminarbäuerin und die hat, das war ihr Ausbildungsthema, weil jeder sucht sich ein Thema. Und die hat eben die Schuljause und die hat das Projekt damals begonnen. Und wir haben das vor 2 Jahren, also 2 Jahre glaube ich, ist ja schon her, ja, war die Zeit vergeht, vor 2 Jahren übernommen. Und ich bin eben auch die Seminarbäuerin und habe das eben so mit übernommen von der Gundi Lazarus und von der Hin Marianne. Mit der Nikas Josefa und ich machen das jetzt seit 2 Jahren und es wird wirklich sehr gut angenommen. Für alle, die das Projekt jetzt nicht kennen, ihr verkauft dort wirklich besonders gesunde Jause, die wirklich von euch selbst hergestellt wird. Ja, also wir machen die Schuljause und da bin ich die Pikante, die was das Pikante macht. Und die Josefa ist die Süße, die macht das Süße, die macht die süßen Stangerler, Kipferler, Marmeladenkipferl, Nussstangerler, lauter verschiedene, also wirklich eine große Auswahl. Es ist zwar nur ein Teig, also nur unter Anführungszeichen, aber mit verschiedenen Füllen. Und ich mache die Pizza, alles mit Dinkelmehl. Und wir, also ich habe auch selber die Paradeis, ich mache das Paradeismark selber. Und das einzige, was wir halt so dazu kaufen, das ist eben der Käse, weil den mache ich nicht selber, das ist nicht so meins. Und das wird aber wirklich total gut angenommen. Also ich brauche pro Verkaufstag, also es ist einmal in der Woche, dienstags immer, brauche ich bis zu 4 Pizza. Also 4 Blech. Pizza, das sind 48 Stück Pizza, also es wird so eingeteilt und wir verkaufen das um 1 Euro und das wird wirklich ganz gut angenommen und die Kinder freuen sich schon immer, wenn wir kommen. In der Region bist du auch berühmt dafür, dass du eigentlich mit dem Bauernhof-Eis begonnen hast. Du warst wirklich die Erste, die sich an das ganz große Wagnis damals wirklich auch herangewagt hat. Ja, das war damals im 2004er Jahr, damals mein Mann und ich noch, haben uns entschlossen, eben das Bauernhof-Eis zu machen. Wo ich sagen muss, das ist wirklich super eingeschlagen, es ist ganz gut gegangen. Und ich habe es eben mit 31. Dezember 2012 schweren Herzens, wirklich schweren Herzens beendet, weil ich einfach nie mehr da gearbeitet habe. Es ist einfach dadurch, dass ich eben das allein gemacht habe und in dem Sinn zwei Betriebe führen habe müssen, eben das Eis war ein eigener Betriebszweig und die Landwirtschaft, aber ohne einander wäre es nicht gut gegangen. Und es war dann die Überlegung, stelle ich wen ein, weil die Kinder wollten nicht. Ich habe zwar Buben, aber die haben gesagt, nein, sie möchten das nicht, sie sind noch sehr jung. Und ja, und habe es wirklich schweren Herzens eingestellt. Aber ja, es ist halt einfach so. Das Leben bringt eben Veränderung mit sich und ich habe es angenommen und es macht mir aber nach wie vor, also es passt auch für mich jetzt so. Jetzt ist aber so vom Eis zwar weg, aber in der Zwischenzeit hast du ja eine Ausbildung abgeschlossen, auch eine zusätzliche wiederum. Ja, also ich bin immer dabei, mich weiterzubilden und suche immer neue Herausforderungen für mich. Also ich habe im Februar diesen Jahres den medizinisch geprüften Aromatherapeuten abgeschlossen mit den Young Living Ölen und mache jetzt, also bin mittendrin in den Vorbereitungen für einen Kochkurs mit den Aromaölen, also einen Aromakochkurs. Und das ist sehr spannend und es ist sehr herausfordernd für mich. Und ja, es ist ein bisschen eine Proviererei und ein bisschen also zum Üben halt. Aber ich glaube, das wird ein ganz gutes Projekt wieder.
Warum wir heute da sind bei dir, hat natürlich jetzt einen speziellen Grund, denn im heurigen Jahr hast du für deine ganzen Bemühungen als Seminarbäuerin eine Auszeichnung erhalten, einen ganz, ganz tollen Preis. Ja, ich habe den LFI Trainer Award gewonnen im Bereich Landwirtschaft und Gesundheit. Und das bekommen die Trainer, also das ist immer so ein Trainerabschlussfest. Und da werden die Bewertungen, die du gibst, wenn du Kurse gibst, gibst du den Leuten Feedbackbögen und die füllen die aus. Und das wird dann von den Mitarbeitern vom LFI eben ausgewertet. Und diesmal, also heuer, habe ich wirklich für mich sehr überraschend den ersten Preis gewonnen. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut darüber. Jetzt bist du natürlich eine, die immer eigentlich ja, um gesunde Ernährung bemüht ist, um eine gesunde Lebensweise. Wann hat es bei dir irgendwie Klick gemacht und du hast gesagt, ich möchte jetzt wirklich gesund leben? Oder war das eigentlich immer schon dein Bestreben? Nein, das war eigentlich immer schon. Also ich bin eine Köchin mit Leidenschaft, wirklich. Also ich koche sehr gerne und ich bin eine gelernte Köchin. Und ich habe mit 4 Jahren schon gesagt zu meiner Oma, ich bin bei meiner Oma im Rockzipfel nebengehängt und habe gesagt, Oma, zeig mir das, wie geht das? Und ich habe immer gesagt, ich will eine Köchin. Und ich bin auch eine geworden. Habe mich immer sehr bemüht, nachdem ich geheiratet habe, für meine Kinder gesund zu kochen. Meine Kinder waren auch sehr gesellig, also bei uns war immer irgendwas los. Ich habe 2 Buben und bei uns sind immer 5, 6 Buben um mich rumgeschurrt. Also das war nicht so, dass die allein waren, also es waren immer ein Haufen Kinder bei uns am Hof. Und ich habe mich auch bemüht, auch für die gesund zu kochen. Ich habe immer selber Marmelade eingekocht, ich habe immer geschaut, dass ich... ist ganz egal, der Garten, was der halt hergibt, dass ich das halt eben alles einmache. Ich habe sehr viel von meinen beiden Großmüttern gelernt, weil ich dort sehr viel nehmen war und habe mir auch sehr viel selber angeeignet oder eben selber ausprobiert oder irgendwo, also wo ich was gelesen habe. Ich habe sehr viele Kochbücher, das ist auch eine Leidenschaft von mir, ich glaube 400 oder 500 Kochbücher. Haben wir dort sehr viele Sachen, Anregungen rausgeholt und eben für mich selber das probiert und ja, und dann ist eben die Seminarbäuerin dazugekommen und ja, und jetzt. Roswitha, ich wünsche dir für deine weitere Laufbahn viel, viel Erfolg, viel Glück. Ich bin davon überzeugt, dass bei dir noch lange nicht Schluss ist. Weiterhin alles Gute. Ja, danke schön. Und Schluss ist sicher noch lange nicht. Nein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen im Namen des Kanal 3 Teams eine schöne Woche. Freue mich schon jetzt, wenn wir uns wiedersehen und besuchen Sie doch einfach unsere Homepage unter www.kanal3.tv bzw. unsere Facebook-Seite Kanal 3-Weststeiermark.